Setzen Sie sich in eine für Sie bequeme Haltung. Wenn Sie mögen, schließen Sie die Augen. Sie befinden sich in einem sicheren Ort. Nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrem Körper. Wie er da sitzt, gestützt und getragen vom Boden. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, um sich von den Bedenken, Sorgen zu lösen, von den Plänen für die Zukunft, von den Erinnerungen der Vergangenheit. Lassen Sie alle diese Ideen, Gedanken vor der Tür. Sie können sie später wieder aufnehmen. Dies ist Ihre Gelegenheit, um in der Gegenwart zu sein. Thomas Schütte hat gesagt, das Privileg der Kunst ist es, dass man etwas verbessern kann und erfinden darf. Nun öffnen Sie Ihre Augen und beobachten. Schauen Sie das Objekt, das sich vor Ihnen befindet, an. Was sehen Sie? Was zieht Ihre Aufmerksamkeit an? Falls Sie etwas Schönes sehen, was ist die Reaktion? Oder ist es etwas Hässliches? Was ist die Reaktion? Wie ist Ihre innere Stimmung? Was für Geräusche nehmen Sie wahr? Gibt es einen speziellen Duft? Eine wunderbare Fähigkeit, die wir haben, ist Perspektiven zu wechseln. Diese Fähigkeit, unsere Perspektiven zu wechseln, können wir frei wählen. Zum Beispiel fokussieren Sie auf die Details. Was für ein Material ist es? Fokus auf die Form, auf die Farbe, Fokus auf die Oberfläche. Wir können aber auch unsere Perspektive wechseln und in den Kontext setzen. Zum Beispiel das Setting, die Begebenheit, in der sich dieses Objekt befindet, die Natur, die Bäume oder das Wasser. Wir können aber auch unseren Fokus auf uns selber lenken. Gibt es etwas, das uns anzieht oder uns abstoßt? Etwas, das wir mögen oder nicht mögen? Eine Ablehnung empfinden, eine Zuneigung. All das zusammen ermöglicht die Erfahrung. Es ist dieses Zusammenspiel zwischen innen, der Bereitschaft, offen zu sein, dem Fokus auf den Kontext,
sowie den Fokus auf die Details, die die Erfahrung ermöglicht. Wenn der Geist sich in seinen gewohnheitsmäßigen Mustern verliert und Konzepte schafft, dann erkenne, was passiert. Entspannen Sie sich und bringen Sie Ihre Aufmerksamkeit zurück. Immer wieder. Danach nehmen Sie das Betrachten des Objekts wieder auf und ergründen Sie, was in Ihnen vorgeht. Und wenn Sie soweit sind, nehmen Sie wieder Kontakt auf mit Ihrem Körper. Wie er hier sitzt, gestützt und getragen vom Boden. Und weiten Sie Ihre Aufmerksamkeit aus in diesen Raum, der uns alle verbindet. Und bringen Sie diese kurze Meditation zum Abschluss.